und ich habe auch immer ihn als meinen Defibrillator benannt. Wie der dann ausgeschlagen hatte und das nicht richtig, da hatte ich dann meine ganz starken Bedenken und habe das als Ding nur noch bezeichnet. Ja, klar fühlt man sich hilflos. Man weiß erstmal gar nicht, was man machen soll. Das ist eine Situation, die kann man gar nicht beschreiben. Ne? Das Besondere an diesem Produkt ist, dass die Firma wusste, dass bestimmte Probleme auch auftauchen können. Und wir glauben auch, dass die Probleme schon länger bekannt waren, als letztendlich dann die Veröffentlichung auch war. Der Defibrillator ist für mich eigentlich nicht ein Lebensretter, sondern ein Todesbringer. Sie sind soweit? Und bitte! Und bitte. Okay. Ja. Danke. Shit. Ja, meinst du, haben wir noch auf gleich? Ja, da geht keiner dran, ne? Da läuft nur ein Tonband jedes Mal. Jedes Mal sagt er, es wird einfach aufgelegt. Ne? Das ist es. Ich glaube, das ist ein langsamer. Auf der Seite. Ne? Und ja. Darf ich jetzt? Ja. Also seit ich den Defi raus habe, ist es mir auf jeden Fall, geht es mir besser, weil ich weiß, dass der Defi mir das Leben nicht mehr nehmen kann, sondern mir, dass ich frei sein kann wieder, ohne das Ding zu leben, weil es hat ziemliche große Einschränkungen bei mir, weil ich habe Angst vor Blitz und Donner zum Beispiel. Alles, was mit Licht zu tun hat, was ziemlich schnell aufblitzt oder sonstiges, habe ich panische Angst vor. Da gehe ich auf die Knie in eine Hocke, da habe ich tierisch, also ziemliche Angst vor. Ich habe nicht die Angst, großartig mehr zu sterben. Da habe ich schon viel durchgemacht, aber ich möchte nicht durch den Defi sterben. Ja, der Defibrillator ist für mich, also was ich erlebt habe mit dem Gerät, eigentlich nicht ein Lebensretter, sondern ein Todesbringer für mich. Für mich, deswegen kann ich mit diesem Gerät auch nicht leben. Er hat mir so zugesetzt, dass meine Psyche dadurch auch ziemlich daneben war. Ich musste psychologische Betreuung zum Beispiel auch in Anspruch nehmen. Und dass ich das überhaupt akzeptiere, weil das
Man hat mir auch gesagt, das sind Phantomschmerzen zum Teil, dass ich diese Schläge verspüre, obwohl der Defi gar nicht mehr da ist. Aber ich verspüre trotzdem manchmal noch, als ob der noch irgendwie vorhanden ist. Und bitte. Nein. Muss man haben. Ist schon genau weiter. Und dann mal wegnehmen, bitte. Behalt ihn ruhig noch in der Hand. Wohl. Mit Frühwarnsystem und Optik wohl. Schon Symptome? Doch, ja. Er lagert sich auf Wasser in der Lunge, er hat einen Lungenstau. Und das können die ja erkennen, oder was? Da wird ja rot. Sieht aber trotzdem relativ gleich aus, ne? Kannst du nochmal einfach an die Maus gehen und einfach so ein bisschen hin und her bewegen? Genau. Dann dahin gehen. War einfach durchgefahren. Ja, du kannst ja benutzen. Oh Gott, also wie sie mir den Defibrillator eingesetzt haben, da habe ich erst gedacht, das ist ein Wundermittel. Ganz ehrlich gesagt, und ich habe auch immer ihn als meinen Defibrillator benannt und habe gedacht, mein Gott, der wird mir mein Leben retten, ne, wenn es soweit sein sollte. Und habe da eigentlich super, super Hoffnungen drauf gehabt. Aber wie der dann ausgeschlagen hatte und das nicht richtig, da hatte ich dann meine ganz starken Bedenken und habe das als Ding nur noch bezeichnet und nicht mehr als meinen Defibrillator. Ich saß im Auto, fuhr die Straße entlang und auf einmal kriegte ich einen ziemlich heftigen Schlag in der Brust. Ja, die Augen leuchteten und ich habe nur noch gedacht, versuch den Wagen anzuhalten, bin dann rechts rangefahren und habe dann erstmal gedacht, was jetzt überhaupt passiert ist. Erst habe ich gedacht, dass ich irgendwie an der Stromleitung vom Auto gekommen bin, habe da rumrum geguckt, aber es war nichts und dann habe ich gewusst, dass es der Defibrillator gewesen ist. Stromstöße kamen. Ja, als der Defibrillator ausschlug, da habe ich immer gleich gedacht, wie ich hier auf der Couch zum Beispiel saß, jede Sekunde könnte dein Stündlein geschlagen haben. Also ich saß nur noch hier abends nass geschwitzt hier rum. Ich konnte nicht mehr einschlafen. Ich bin wohl einmal kurzfristig im Bett gegangen, dann bin ich aber wieder aufgestanden, auf der Couch gesetzt und habe nächtelang Fernsehen geguckt. Ich habe gar nichts mehr alleine gemacht. Ich konnte es einfach nicht mehr. Und ich hatte nur noch Angst. Es könnte überall ausschlagen. Und das hat es ja auch dann wenig später, ein paar Monate später, nochmal zugeschlagen. Verdacht. Ich war ganz perplex. Der Oberarzt, der kam zu mir abends hin und erzählte mir auf einmal, dass diese Sonde, die ich drin hatte, 6931 von Fidelus von Medtronic, so dass die vom Markt genommen worden ist, weil die zu Brüche neigt. Er hat das einfach verglichen mit Toyota zum Beispiel, das zu der Zeit 2010 seine Autos zurückgerufen hat, weil die selbstständig Gas gebten. Und daraufhin hat man ja, den Toyota zurückgeholt. Und die Sonde hätte man vorher schon wesentlich früher vom Markt nehmen sollen, nach seiner Auffassung, wie er mir sagte. Cool. Medtronic soll sich entschuldigen für diese Sache, weil die Sonde ist zum Bruch geneigt gewesen. So, und die ist bei mir gebrochen. Und zweitens mal, es gibt so viele Leute, denen das Gleiche zum Beispiel geschehen ist. Und die trauen sich noch nicht mal dagegen zu klagen oder wissen gar nicht, dass sie eine starthafte Sonde im Körper besessen haben und dass das unterm Boden gekehrt wird. Und das, da,
dafür plädiere ich ganz stark.